Dieses Spiel befindet sich noch in der Entwicklung. Capcom. Sibligon Havoc. WW. Oder was auch immer. Re-Engine. Okay. Ja. Und damit herzlich willkommen zur Resident Evil 7 Teaser-Trailer, was auch immer Spiel hier, auf PlayStation 4. Ich habe heute Morgen in meinem E-Mail-Fach gesehen, dass es das jetzt gibt, dass auf der E3 Capcom Resident Evil 7 Biohazard angekündigt hat. Und da ich heute ein bisschen Zeit habe, dachte ich mir, Leute, das spielen wir auf jeden Fall mal. Wird ja auch schließlich mal wieder Zeit, dass ein paar Videos kommen. Und ja, ich werde mal hier Taste drücken. Resident Evil 7 Teaser. Beginning Hour. Entkommen Sie aus dem Haus. Okay. Ja, anscheinend will Resident Evil, Capcom mit Resident Evil wieder zurück zum Horror. Weg von diesem ganzen Action-Shooter. Und Resident Evil soll komplette PlayStation VR-Unterstützung bekommen. Da muss ich mir vielleicht irgendwann doch nochmal so eine VR-Brille zulegen. Okay. Na dann. Sie haben keine Videokassette. Leck mich. Scheiße. Ha. Altes Klavier. Was haben wir denn hier? Ich werde sie an den Steinen zerschmettern. Oh, oh, oh. Okay. Hey. Irgendwo rüttelt hier was. Vielleicht ist es auch nur der Wind, der in den Fensterläden klappert. So, was haben wir hier? Ein Sicherungskasten. Ah. Danger. Fusebox. Okay, wahrscheinlich 1F, 2F, Stairs, 3F. Okay. Stairs, also Treppen. Okay. Können wir da das Licht vielleicht anmachen? Tür öffnen. Fuck, na gut, ich habe eh keine Videokassette. Also ich habe hier zumindest nirgendwo als eine rumliegen sehen. Was ist das denn hier? Ist ein Kabel? Bis hier hingeht. Wir gucken hier nochmal ganz kurz rein, ob hier. Nee, okay. Das ist hier einfach nur so eine. Das ist eine Verlängerungsschnur, ne? Ha.
Na gut, wir öffnen mal die Tür, bevor wir die Sicherungen umstöpseln. Ha. Es klang echt so, als ob hier was ist. Das Miese ist, ich bin auch so ein Typ, der sich super schnell erschreckt. Vor allem in so einem Spiel, was First Person ist. Wow, Tür ist zugefallen. Voodoo-Püppchen. Alter, wo zum Teufel sind wir hier gelandet? Scheiße. Okay, wir stöpseln hier mal die Sicherungen um. Es fehlt eine Sicherung. Ach, ich kann die nicht mal... Kann ich die nicht einfach rausziehen und umstecken? Okay, kann ich wohl nicht. Irgendeine alte Hütte. Würde ich sagen, sind wir hier. Hier liegt nichts, was jetzt hilfreich ist. Hier ist die Tür zugenagelt. Vielleicht sollen diese Voodoo-Püppchen ja irgendwas da drinnen gefangen halten. Das ist nämlich der Schrank unter den Treppen. Scheiße, hier geht's hoch. Okay, im Wohnzimmer ist wahrscheinlich so eine große Standuhr. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich... Wow. Ha. Eine ziemlich verlassene Hütte. Ziemlich alt. Hier war schon lange keiner mehr. Es klingt so, als ob wir nicht alleine sind. Andererseits machen alte Häuser jede Menge Geräusche. Okay, wir gucken rein. Mach zu. Oder war da irgendwas Wichtiges? Boah, dieses... Nee. Nee, komm. Bah. Okay, da tropft Wasser. Okay. Was? Ich weiß nicht. Will ich das wissen? Wahrscheinlich nicht. Wie geht's? Okay. Mikrowelle. Uah. Also wo auch immer wir hier sind, hier wird eine Menge Fleisch gegessen. Scheiße. Und ich vermute mal, es wird kein Tierfleisch sein. Wow. Mit Ketten davor. Okay, ich kann mir vorstellen, sowas hier mit so einer Virtual Reality Brille. Boah. Kriegst du ein Herzkasper von. Okay,
Okay, das war definitiv nicht menschlich bei der Größe. Es sieht nach Kühen aus. In der Mitte durchgeschnittene Kühe. Boah. Bah. Ekelhaft. Aber ich habe schon gesehen, Bolzenschneider. Okay. Oh, oh. What the fuck? Wo kam das her? So, okay, ich kann mir das hier Inventar, alles klar. Was kann ich hier benutzen, untersuchen, wegwerfen? Auf keinen Fall werfe ich das weg. Das ist einfach nur irgendein Bolzenschneider, okay. Kann ich den... Nee, kann ich nicht irgendwie da raufpacken als Hotkey. Bewegen. Ach so. Aha, okay, okay, okay. So, habe ich den quasi, das so ein bisschen wie Resident Evil 4 mit dem Inventarplätzen. Hat man da immer rumgespielt. Ja, hier ist bestimmt abgeschlossen. Ja. Das war eigentlich klar. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Bevor ich den Schrank aufmache, gehe ich erstmal nach oben gucken. Boah. Oh Gott. Oh, okay, gut, 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 gut. Ich höre eine Standuhr. Ach, da ist die Uhr. Ha. Okay. Wow. Das, Stairs, okay. Ich weiß noch nicht genau, aber das dürfte nicht funktionieren, weil hier ist ja gar kein Strom. Oh, ich hasse so eine Mannequin-Puppen. Ich glaube, jeder hasst diese Puppen. In jedem verdammten Horrorspiel sind es diese fucking Puppen, die sich irgendwann einem zudrehen. Stairs. Dürfte nicht funktionieren. Oh, ich wette, die stehen gleich irgendwie hinter mir. Ja. Boah, Gänsehaut. Hilfe. Das ist so eine Sache für Junk. Der kann das spielen. Ich hasse dich, Junk. Verdammter Drecksack, dass du nicht da bist. Boah. Ich hasse euch. Oh! Ja. Geh weg. Ich kann ihn nicht wegschubsen. Doch, kann ich. Funktioniert nicht, okay. Gut. Schrank. Ich hab's verstanden. Schrank. Boah, mir läuft's kalten Rücken runter. Scheiße. Ich hasse euch. Boah. Also, Capcom, Respekt. Ich hasse euch. Los, knack. Verfallenes Haus. Okay, Kassette habe ich. Sicherung? Irgendeine Sicherung? Nee. Eine Sicherung habe ich nicht. Scheiße. Ha. Okay, dann müssen wir uns wohl erstmal das Video angucken gehen. Und dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht einen Hinweis bekommen, wo wir diese Sicherung finden. Boah.
Oh. Oh nein, ich ahne es. Alter. Wie mies. Okay, los. Hier, Videokassette. Derelict House June 1, okay. Dalvi Haunted House. Boo. Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. Okay, ich kann mich hier noch this new guy? Bewegen. I'm not feeling it. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. New plan. We do a walkthrough of the inside first. Then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators. Another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Okay, also so sieht's hier draußen aus. Are we rolling? Yep. All right, let's go. Get out of the way. It's locked. Jetzt nicht mehr. Okay. After you. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Boo, is it haunted? Hier. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Liegen noch keine Körperteile rum. Ups, Entschuldigung. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. How long did you say this place has been abandoned? 3 years. Da war die Kette schon dran. Let's make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Ah, shit! I know I should have worn my good shoes. Oh, shit. Glad I had my shots. Although... this would make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Andre! Who's Andre? Andre! Clancy, you see where Andre went? Nein. Scheiße. Where is he? Unfucking believable! This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy? You stick with me. Okay. Ich glaube, da hingen gerade noch keine Voodoo-Puppen. What the fuck was that? Did you hear that? Ja. Andre? Where the fuck is he? Ich weiß nicht. Hier drin glaube ich nicht, aber. Andre, where are you, man? Scheiße. Okay, alter Schrank. Kennen wir ja. What the hell? Whoa. You gotta be fucking kidding me. Was zum All right, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Okay, nach dir. Wie zum Teufel
Hier ist nichts. Scheiße. So, alte Häuser, geheime Räume. Keller war klar. Oh, verdammt. Was? You first. Na toll, dankeschön. Ja, so kann man das natürlich auch. Wie zum Teufel habe ich das gefilmt? Entschuldigung. What do you see? What is it? Ein alter Keller. Es ist nass. Rohre, Müll. Kommst du? Nee, ne, du bleibst oben. Schön. Oh! Fuck. Oh Gott. Scheiße. Fuck. Wo kommt die nach? Die habe ich doch. Fuck. Scheiße. Okay. Ich vermute, ich muss jetzt hier den Geheimgang öffnen. Hintertürschlüssel. Okay. Aber wo war die Hintertür? Wow. Die Leiter ist weg. Okay, da sollte ich nicht runter. Verstehe. Gut, gut, gut. Oder auch nicht. Ich habe immer noch keine Sicherung. Und ich bin nicht allein im Haus. Hintertür. Ist kaputt. Oh, fuck. Hier ist alles verrammelt. Scheiße. Achso, dann war das andere die Hintertür, wo ich raus wollte. Ich glaube nicht, dass es mir so einfach gemacht wird. Nie im Leben wird es so einfach. Glaube euch kein Wort. Oh! Wo kommt die her? Verarscht mich doch. Scheiße. Alter. Erzähl mir nicht, ich werde hier nicht rauskommen. Welcome to the family, son. Woo! Wir waren hier in der Küche. Oh Gott. Oh, Kannibalen. Oder Zombies. Infizierte. Scheiße. Familie erwartet sie. Frühjahr 2017.
öffnen Sie die Tür zum Resident Evil Botschafterprogramm, okay? Hashtag RE7. Alter. Capcom, ihr verdammten Bastarde. Ja. War's das jetzt? Ja, okay. Also ähnlich wie bei diesem Silent Hill Teaser. Ich habe den Namen leider mittlerweile vergessen, das gab's ja auch mal. Ist der hier auch super geil. Wer Bock hat, PlayStation, PS Plus, kann jetzt schon selber mal probieren. Ansonsten für PC und Xbox habe ich gelesen, folgt dennoch. Resident Evil 7 selbst wird wohl laut Ankündigung am 24. Januar 2017 erscheinen. Mir persönlich ist das sehr recht, ich habe 3 Tage später Geburtstag. Und fuck, also ich gehe jetzt erstmal meine Unterhose wechseln, ne? Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal, ciao.